Bruts, willkommen zurück zu Castle Crush. Ihr seht, die Magietruhe ist fertig. Die werden wir uns auch sofort krallen. Aber erstmal, um etwas Spannung aufzubauen und um die Watchtime in die Höhe steigen zu lassen. Die Gratiskisten. Moin. Ja, hi. Ja. Um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen, die Magiekiste, Sie kennen das, garantiert uns safe eine epische Karte. Ich bin sehr gespannt, welche Karte das ist. Was ist... kannst du bitte... Und für so eine Kartenstation machst du ein Hack-Mack und wackelst erstmal 10 Sekunden rum. Sag mal, Kiste, hackt's bei dir eigentlich gerade? Oh, mieses Schwein. Wie kann das sein? Kannst du es wagen? Und wir haben die Dryade freigeschalten. Geil. Gucken uns auch gleich mal im Detail an. Aber Bruts, ja. Was soll ich denn sagen? Also jetzt mal ehrlich, darauf erstmal ein Schlückchen Wasser. Darauf erstmal ein Schlückchen Wasser, weil das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, also heute kann ich mich nicht beschweren, was die epischen Karten anbelangt. Mir ist auch völlig egal, was drin ist. Darf ich nur meine Wünsche äußern? Skelettkönig, Schwarzer Ritter, Fangs Brudes. Das sind diese Karten, die ich mir wünschen würde. Mal gucken, ob es Wirklichkeit wird. Aber wie gesagt, das sind alles nur Wünsche, Träume. Wenn sie nicht wahr werden, dann wird es halt nicht wahr. Gewöhnliche Karte, Bruis, Inferno. Und jetzt smash that Like-Button, wie mein Bruder Abdallah Smash sagen würde, ja. Hauen Sie einen Daumen hoch raus für dieses geile Truhenaufgebot hier. Zweimal epische Karten, geile Sau. Ich raste vollkommen aus. Wen haben wir? Dämon! Yes, wir kriegen ihn auf 2. Geil! Geil, Alter. Da haben wir ihn endlich mal stärker. Schön. Seht, das war schön. So, was geht hier im Chat ab? Haben wir denn noch Platz? Einen Platz haben wir noch. Pascal Zero. Also ich würde sagen, ich glaube, ich... Wobei ich weiß nicht, ob das der Pascal ist, den ich kenne. Ich lasse die Redungsarmee entscheiden, wer reinkommt. Soll ja auch alles schön fair bleiben und muss ja auch alles festgehalten werden. Aber genug knapp 3 Minuten rumpalaverisiert. Liebe Roots, die Magiekiste. Okay. Erstmal relativ viel Gold, das freut mich natürlich sehr. 31 Pfeile. 9 Henker. Sehr schön. Und die epische Karte. Nochmal der Dämon. Geil. Na, so geil war das jetzt nicht, aber wir wollen uns ja nicht beschweren. So. Das Gold, das wir gerade eben gesammelt haben, wird natürlich erstmal schön investiert in den Dämon. Der macht nämlich dann 89 Magieschaden mehr, 17 Angriff mehr und erhält 51 Trefferpunkte mehr aus. Das ist ziemlich nice. Aber der Golem kann auch verbessert werden. Ich habe ja ordentlich angefordert im Offscreen-mäßigen Bereich. Und der Henker auf Level 3. 13 mehr Angriff und dann hat er auch mal die 1000er Trefferpunkte-Marke geknackt. Ich weiß nicht, ob es beim Golem auch so ist. Mhm. Die gleichen sich echt hart von der Trefferpunktenanzahl her, ne? Ja, verdammt krass. Gut, meine lieben Bruts, die Dryade wollen wir uns ja auch noch angucken, nicht wahr? Jawohl. 363 Trefferpunkte hat sie und 85 Angriff macht sie. 61 Magieheilung und das heißt, wenn man halt 50 Schaden macht, hat sie halt wieder danach Full Heal. Wenn man 60 Schaden macht, hat sie danach wieder Full Heal. Wenn man 61 Schaden macht, hat sie danach wieder... Ich kann's dir sagen, Redungskai! Was denn? Ja, sie ist tot! Ach, hör doch auf. Dieser Waldgeist wird von der Natur geschützt und erholt sich vom erlittenen Schaden. Ja, ja. So, hier haben wir übrigens die Pfeile. Schützt deine Burg, indem er Dutzende von Pfeilen in Richtung deiner Gegner abfeuert. Das sind aber quasi Pfeile, die im Anfangsbereich deiner Burg spawnen. Ne?
kann man überlegen reinzunehmen, kann man aber auch sein lassen. Wobei ich schon sagen würde, das klingt ja erstmal ziemlich relevant, aber juckt jetzt auch nicht mehr. So, wir haben übrigens gespendet bekommen. Dann dafür müssen wir uns natürlich gebührend bedanken. Fangsi! Gut, ich würde sagen, wir haben genug palavert für diesen Part. Wir gehen in die Kämpfe und schauen, dass wir, naja, gegen Rosse oder José oder... Wir werden es bald raus... Wir werden es niemals rausfinden, wie er wirklich heißt. Das mache ich mir ja vor. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Gut, da ist aber jemand echt giftig gerade hier. Also bei. Und tschüss. Ich bin die Dryade, ich bin voll nervig. Ich bin jetzt sogar auf Level 2, guck mich an. Und ich bin trotzdem tot. Nun? Was sagen Sie dazu? Here I come! Wie sie damals immer zu sagen pflegte, sie kennen das noch. Liken, wer es kennt. Ich werde sie leider die wenigsten. Und dem Level 2 aus auf Druck am Start. So, ab in die Mitte. Wir versuchen einen Push anzukündigen. Aber das tut weh. Das tut doch weh. Sehr gut. Und jetzt gehen wir nach unten. Machen den nächsten Push. Wobei er jetzt auch in der Mitte den Push probiert zu machen. Wenigstens ist das Mistvieh weg. Also gegen ihn ist es halt sehr schwer, ne? Das merkt man gerade wieder hier. Es ist sehr schwer, gegen ihn anzukommen. Da kriege ich einfach nur Müll als Karte spenden. Da kriege ich nur Müllkarten. Also ich kam zu keiner Gelegenheit nach vorne. Das ist echt schade. Aber das ist ja wieder die Standardantwort von mir. Da kannst du halt nichts machen. Das ist halt das. Ich konnte nichts tun. Ich konnte da halt nichts machen. Da konnte ich halt nichts gegen machen. Ne, also. Da ging halt nichts, ne? Da konntest du halt nichts gegen machen. Ist halt schade, aber. Na, das willst du halt machen. So, wir haben hier ziemlich hohe Mana-Kosten. Bessern sich gerade mal durch den Krieger. Das ist doch. Da habt ihr das gerade eben gesehen? Was hat er das denn? Ich hab doch. Ja, ihr habt's gesehen, ne? Ich hab die Karte gelegt und dann habt ihr gesehen, was passiert ist, ne? Wenn ich jetzt mal Bomben bekommen könnte, wäre das ziemlich geil. Also kannst du halt wieder nichts dagegen machen, ne? Kessel Crush in einem Kampf erklärt. Kartenglück. Und wenn du halt keine Karten kriegst, kannst du halt nichts... Ja, jetzt ist es auch sowieso zu spät, also. Das ist halt schlecht, ne? Das ist halt wieder... Das zeigt halt, wie schlecht dieses Spiel ist, ne? Also da kannst du halt nichts gegen machen, ne? Da kannst du halt nichts gegen machen. Da bringen dir auch deine Truppen nichts. Es ist so schlecht, ne? Also dieses dämliche Kartenglück in diesem Spiel, es kotzt einfach an, ne? Also es ist einfach schlecht. Es liegt auch nicht an meinen Elixierkosten oder meinen Mana-Kosten. Das ist nicht der Grund dafür.
Aber es ist einfach nur schlecht. Es ist einfach nur schlecht. Weißt du, warum kriege ich kein Inferno? Warum kriege ich alles nur Scheißkarten, aber kein Inferno? Ich krieg alles. Außer ein Inferno. Ist das dein Ernst? Also das kann man wieder mal keinen erklären, ne? So, was das soll. Also das ist halt, naja, ne? Ich sag's ja nur. Es ist, man sieht ja, es ist dämliches, dummes Kartenglück. Es ist Castle Crush. So ist das Spiel halt. So ist dieses dämliche Spiel. Also es ist halt, es hat sich nichts geändert. Es ist halt genauso wie in der iOS-Fassung. Es hat sich nichts geändert. Gar nichts. Hast du Kartenglück, gewinnst du. Hast du kein Kartenglück, wirst du als Scheiße bezeichnet. Aber okay, ne? Aber dieses Spiel, es nervt einfach übertrieben rum. Es ist einfach... Also da merkt man halt, warum Clash Royale vom Spielgefühl das viel bessere Spiel ist, weil... Goldkiste. Yay. Oh ja. Oh ja. Und dieses... dämliche... Kartenglück. Denkt euch das eh dazu. In Gedanken habe ich ihn eh verfasst, in dämlich. Und jetzt spielen wir gegen Epikurtistan. Wow, setze ich die Heilung rein, die ich auch noch nicht habe. Sehr fair Spiel, sehr fair. Ich meine, also ganz objektiv betrachtet, wir schauen mal, wie dieser Kampf vom Quäntchen Glück her ausschaut, ne? Ja. Jetzt wird wahrscheinlich versuchen, einen Push aufzubauen oder so. Ja. Ja. Wieso kann er das doppelt? Was? Okay, das ist fair. Das ist fair. Also man merkt, ich komme sehr gut voran. Auf jeden Fall. Ich komme sehr, sehr gut voran hier. Das ist krass. Also, ne? Ist ja nicht so, als tue ich gar nichts. Ne, also, ja, ne? Warum wird er nicht getötet? Das verstehe ich nicht. Ja. Ne? Merkt mal wieder hier, wie fair das Spiel ist, ne? Merkt mal wieder. Ich hatte da einen Spiegel oder so. Also, gegen ihn, da kann es halt nichts wieder. Da kann es halt wieder nichts gegen machen, ne? Ist halt schlecht, ne?
Da ist halt dieses... Ne? Also, ne? Ah, das ist schlecht. Ah, das ist halt schlecht. Ah, das ist halt schlecht. Versuchst halt einen Push zu verteidigen und dann bringt das halt nichts. Weil du halt nichts gegen machen kannst. Und das ist halt cool, ne? Ist halt richtig cool. Ist halt so richtig wow. Oh, ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel halten soll, Alter. Ich weiß es nicht. Klärt's mir. Was soll ich von diesem Spiel halten? Soll man das gut finden? Wenn du mal so richtig Pech hast, hast du halt nichts auf der Hand, was du brauchen könntest. Gar nichts. Rein gar nichts. Das bringt auch die Levelvorteile, bringen halt auch rein gar nichts, wie ihr gesehen habt. Das bringt halt null. So, ne? Eine Level 2 Truppe gegen eine Level 3 Truppe, das bringt halt null, ne? Das bringt halt null, ne? Ja, oh, deine Mutter. Deine Mutter. Ist halt einfach so. Oh, ist halt nervig. Ich hatte 10 Jahre warten muss, bis ich Karten kriege. Das ist auch richtig cool an diesem Spiel. In Clash Royale kriegst du immer Karten und hier... Ja, dann kannst du halt nichts mehr tun. Dann kannst du halt nichts mehr tun. Das ist halt einfach so, wenn du halt nichts mehr hier kriegst, was du... Ne? Also, da kannst du halt nichts mehr tun, ne? Wie man jetzt, ne? Also, ne? Ist halt schlecht, ne? Weißt du, du pushst durch, bringt noch nichts, ne? Weil, keine Ahnung. Bringt dir halt nichts. Ah, das ist... Ah, ich weiß nicht. Ah, ich glaube, ich höre bald mit dem Let's Play auf. Dann ist es halt nur so ein kleines Reingeschaut, statt richtiges Let's Play ist. Tut mir leid, aber so kann ich das hier nicht spielen, wenn es halt nur um dieses scheißreine Kartenglück geht. Dass du halt hoffst, dass du 1000 Karten, dass du die besten Karten kriegst oder die besten Karten kaufst und... Ne. Ah, ich weiß nicht. Ah, ist schlecht. Ah, ist richtig schlecht. Ah, mag ich nicht. Ah, ist halt kacke. Ah, tut mir leid, aber es ist halt schlecht. Ich find's schlecht. Es ist halt... Ich find's schlecht. Du willst einen Push aufbauen, wenn deine Karten alle kaputt gehen? So, das, wie willst du da einen Push aufbauen? Wie soll's funktionieren? Ne, also... Ah, ich weiß nicht. Ich hab einen Dämon gelegt, was soll das? Also ich weiß nicht. Immer dieses dämliche Glück beim Kartenlegen haben und keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ist nicht gut.
Das ist nicht schön. Das ist halt nicht geil. Ich denke, ich mache noch ein paar Parts und dann wäre es das auch wieder. Ich weiß nicht, dieses Spiel ist, es hat sich nicht verändert. Das ist genau wie bei DWS, wir sind einfach frustend mit dem Dreckskartenglück und so, ne? Ich weiß nicht. Ich kann nicht sagen, wie ich es finden soll. Das ist einfach... Na, Golem vielleicht? Zieh doch noch 10-mal die Piraten. Gönn dir. Versuchen wir mal einen Double Lane Push. Ich meine, dieses Pushen der Lane. So, dann kontert er einmal durch keine Ahnung was. Dann bist du auch weg. Dann bringt ja nichts. Also jetzt ist auch mein mittlerer Lane auch kaputt. So. Weil er halt 1000-mal Inferno ziehen darf, aber wenn ich mal ein Inferno brauche. Nö, darf sie nicht. Darf sie nicht. Geil. Nee, also, weil jetzt wird er halt gleich dann die ganzen Lanes zerbrechen und kaputt machen. Ja. Und das ist wieder der Moment, wo ich wieder nichts machen kann. Das ist wieder so der Moment, wo ich nichts machen kann. Ne, also, ne. Da kannst du wieder nichts gegen machen, ne? Das ist wieder klar, ne? Also, Das ist, da kannst du wieder nichts machen. Da kannst du wieder nichts gegen machen. Das aber doch, das ist, ne? Also, ne? Ne? Ah, das ist schlecht. Ah, das ist schlecht. Der bringt das Pushen absolut nichts, weil es halt nicht, wenn man halt nicht die Heilung hat oder wenn man halt nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, es gefällt mir nicht. Ah, es gefällt mir nicht. Ja, ich denke, ich mache noch ein paar Parts, dann war das jetzt, dann war es das auch mit dem Let's Play. Tut mir leid, aber das, auf sowas habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust auf sowas. Ich habe das Gefühl, es ist halt die gleiche ungebalancete Scheiße wie auch schon bei iOS. Also, es gefällt mir nicht. Nee. Ist schlecht. Ne, also, hat ja lang gehalten. Mit Staffel 2. Aber. Was soll ich sagen? Macht halt keinen Spaß, ne? Macht halt keinen Spaß, ne? Es macht halt absolut keinen Spaß. Drückt er zweimal die Pfeile durch. Und wenn ich mal zweimal Bomben brauche, dann, ne? Ist nicht.
Dass du Chat nicht deaktivieren kannst, ist scheiße. Also, wir sehen, dieses Spiel hat halt einfach nur Nachteile, ne? Ich würde euch nicht empfehlen, von Clash Royale auf dieses Spiel zu wechseln, ganz ehrlich. Also, jetzt so nach, wo ich so im Endeffekt drüber nachdenke, ihr seht ja, ich kann nichts tun. Ich kriege keine Karten. Er kann ständig Karten legen und ich kann nichts tun, weil ich nur Scheiße kriege. Es ist cool. Es ist cool. Also, da kannst du wieder viel gegen machen, ne? Also, das ist halt, es ist halt richtig schlecht, ne? Es ist halt schlecht, ne? Also, oh mein Gott. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Ah, ist schlecht. Ich erkläre aber ganz kurz, was ich in diesem Spiel schlecht finde. Erstmal natürlich ganz vorneweg das Kartenglück, weißt du. Du legst die Karte aufs Feld und die Karte wird trotzdem zerstört. Das ist auch richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Kannst auch viel gegen machen. Ja, kann natürlich zwei Dämonen legen. Das ist klar. Ne? Das ist fair. Das ist fair. Das ist fair. Und wir sehen, was passiert, ne? Diese, diese ekelhafte Push. Und jetzt kann ich halt nichts mehr legen, außer vielleicht den Henker. War es dann aber auch. Ne. Ja, es ist cool, ne? Ah, ist cool. Natürlich überlebt ihr das bis zum kleinen Prozentsatz. Das ist klar. Dann erstmal der Push hier. Ja. Ich finde, der Push in diesem Spiel ist einfach schlecht. Ich finde, der Push ist schlecht in diesem Spiel. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist schlecht. Ich will auch mein Deck nicht umstellen, weil ich glaube, es liegt nicht am Deck, weil damit haben wir die letzten Male eigentlich immer gewonnen. Jetzt halt nicht mehr, also. Es ist halt schlecht, ne? Also, was soll ich sagen? Es ist halt, keine Ahnung, dieses Spiel und dieses Push und so. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist schlecht. Versuch's auf alle drei Lanes zu pushen. Wird einmal gekontert. Ist kaputt. Auf der anderen Seite. Du willst den Gegner kontern. Deine Karten gehen kaputt. Und er kontert weiter. Er greift halt weiter an, weil er Konter nichts gemacht hat. So. Ist halt schlecht, ne? Ah, ich weiß nicht. Ah, ist schlecht. Ah, ich weiß nicht. Ah, gefällt mir nicht. Ne, ich denke, das hier wird wohl der letzte Part sein. So, haben wir kurz reingeguckt. Reicht dann auch so. Ne? Es reicht dann auch. Muss man sich ja nicht ständig die Blöße geben und so. Kann ich ja direkt wieder Clash Royale spielen, wenn ich mich aufregen will. Aber habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, ja. Habe ich keinen Bock drauf. Ne? Die Card Rotation ist scheiße. Clash Royale ist die deutlich besser. Die Pushes funktionieren besser. Und generell, ja, keine Ahnung.
finde, es ist viel zu, also gerade auch die Karten sind viel zu ungebalanced, so, weißt du? Die Karten sind viel zu ungebalanced. Da ist da so ein schwarzer Ritter, der haut alles innerhalb von 2, 3 Schlägen kaputt. Ne, und keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Er legt da 1000-mal den schwarzen Ritter, dann ist auch vorbei. Das war's dann mit meinem Push. Jetzt ist vorbei. Jetzt legt er oben nochmal den schwarzen Ritter. Dann ist auch wieder vorbei. Ne, also soll das gut sein. Soll das gefallen, soll das Spaß machen, soll das cool sein. Ich glaube nicht. Ist schlecht, ne. Ja, bringt halt nichts, ne. Bringt hier halt nichts, ne. Ne, also das ist halt schlecht. Das ist schlecht. Das Spiel ist richtig schlecht. Ist richtig schlecht, das Spiel. Ist das schlecht. Ne, also, ne. Ihr seht, was kann ich dagegen machen? Irgendwann bist du gegen so einen Push nutzlos und wehrlos. Geht halt nicht, ne. Also, ne. Ist halt schlecht, ne. Und auch diese Serverqualität. Geil. Ist das cool. Ist das cool. Ich habe meinen WLAN. Ich konnte gerne einen Speedtest ziehen. Also die negativen Dinge häufen sich gerade hier extremst. Ja, ne, also. Jo. Das ist cool. Jetzt kann ich ja mal prüfen, ob mein Internet auf meinem PC funktioniert. Ja, aber du bist halt gegen den gegnerischen Push, bist du halt wehrlos. So, das habe ich auch schon mal gesagt, so, pushst du einmal durch, kannst halt nichts mehr machen. Dann ist da nichts mehr mit Inferno und Bomben legen und sonst was. Es ist viel zu ungebalanced. In Clash Royale hast du Möglichkeiten, das zu umgehen. Hier ist es nicht so. Hier ist es so, hast du einmal einen gegnerischen Push erlebt. Ja gut, ich sehe gerade, dass mein Internet anscheinend generell nicht mehr funktioniert. Keine Ahnung, was mit meinem Router los ist. Ich weiß es nicht. Okay, beenden wir das Let's Play an dieser Stelle hier. Wo wir noch ein bisschen Musik und so haben. Ja, ne, also. Das Spiel ist schlecht. In meinen Augen. Erstmal, die Kartenbalance ist scheiße. Die Karten sind scheiße. Ja, bestes Beispiel ist der Schwarze Ritter. Ja, richtig viel Schaden. Richtig viel Leben. Also, Card Rotation im Kampf ist meistens scheiße. Kriegst nicht die Karten, die du brauchst. Brauchst du mal ein Inferno, kriegst du keins. Brauchst du mal eine Bombe, kriegst du keins. Kennt man irgendwie aus Mario Kart ein bisschen. Da ist aber nicht so übertrieben wie hier. Mit der Item Rotation, Card Rotation. Ne? Ja. Serverqualität ist jetzt auch nicht so die Bombe. Und ansonsten, weiß ich nicht. Die Pushes sind scheiße in diesem Spiel. Pushst du einmal durch, bist du schon so gut wie der Sieger. Na? Ist halt schlecht. Weil du solltest immer irgendwie Chancen bekommen, das Ganze zu, ich sag mal, verteidigen. Und hier in diesem Spiel hast du halt keine Chance. Wenn man 3 Lanes schon gepusht hat, hilft dir kein Inferno mehr. Hilft dir keine Bombe mehr. Hilft dir keine Skelette, weil der Typ hat 10, weil der gegnerische Typ 10 Henker hat. Weil es den schwarze Ritter hat. Bringt dir halt nichts mehr. Also, gehen wir im Schlechten auseinander. Ich hätte direkt in Part 3, 4 schon beenden müssen. Dann wäre es im Guten auseinandergegangen. Ab Part 5 oder so war es nur noch zum Kotzen. Dieses Spiel ist schlecht, würde sagen, keine Ahnung, wird deinstalliert wahrscheinlich, für die nächste Zeit nicht mehr angefasst. Wisst ihr Bescheid, ne?
Ich weiß nicht. Habt ihr mal so ein XXL Rage Quit Part gesehen? Aber ich meine, ihr habt das ja alles in Kämpfen gesehen, so. Ich nutze Decks, wie fast jeder andere auch. So, ne? Legt er ein Zwerg, lege ich jetzt auch noch ein Zwerg. Jetzt legt er gleich Bogies. Da lege ich halt, dann die Bogies, wenn du halt den Krieger legen willst. Also dann kannst du es vielleicht einmal, dann schaffst du es vielleicht einmal durchzupushen, aber das bringt dir halt nichts, ne? Weil der Gegner dann mit seinen tausenden Karten kommt, die viel besser sind. So ein schwarzer Ritter zum Beispiel. Keine Ahnung. Das war jetzt kein allzu krasser Push, trotzdem gewinnen wir das, weil, keine Ahnung, also wir scheinen das zu gewinnen. Es wird sich wohl ändern. Also am Ende des Tages, das wird doch verloren, ich sage euch das, weil dann irgendwie irgendwelche Karten pusht, die erst Late Game verfügbar sind durch die Magieanzahl, durch die Mana-Anzahl, durch die Mana-Kristallanzahl und so. Und dann ist es verloren, so, ne? Ich habe ja generell nichts dagegen, dass es spannend bleibt. Aber in diesem Spiel, finde ich, ist die Spannung viel, viel beschissener als bei Clash Royale. Weil da ist das Kartenbalancing viel besser gelöst. Hier merkst du einfach, das ist einfach so ein... Wir haben halt probiert, so nah wie möglich an Clash Royale ranzukommen. Man spricht da auch im entferntesten Fall von Inspiration, wenn man so möchte. Ob man es jetzt Inspiration nennen will, ist eben selbst dahingestellt. Ich würde sagen, es ist schon ziemlich stark inspiriert, ne? Ja, das ist quasi ein Clash Royale in Seitwärts. So das gleiche Prinzip, genau das gleiche Prinzip und, joa, ne? Was soll ich Ihnen sagen? Kann ich Clash Royale, kann ich ja gleich Clash Royale spielen, wenn ich Bock auf Card Rotation Game habe. Also, ne, das, ja, vielleicht habe ich übertrieben, das Spiel ist vielleicht nicht schlecht, aber so die Bombe ist es jetzt nicht, ne. Aber okay. Gut, da habt ihr jetzt mal den XSL-Part gesehen. Voraussichtlich ist das ja der letzte Part. Vielleicht kann man es dann mal wieder in einem, oder vielleicht kann ich diese Parts ja mal ganz spontan in Streams machen oder so. Ich sag, komm, okay, heute streamen wir eine Stunde lang Kessel Crush und ich gucke mir eure Decks an und übernehme vielleicht mal ein bisschen. Vielleicht liegt es ja auch echt am Deck und ich bin echt scheiße. Aber ich weiß nicht. Wenn ich meine, ihr seht ja, mit dem Deck hat es ja geklappt. So, gerade eben. Also kann es ja wohl nicht am Deck liegen, ne? Es gibt hier unzählige Möglichkeiten, sein Deck auszuspielen. Also kann es nie das Deck sein. So. Dann hast du halt mal eine Person mit zwei schwarzen Rittern im Team. Wow, hast du voll die Chance, ne? Dann gewinnst du ja safe mit deinen jetzigen Truppen. Wow, krass. Naja, gut, ne? Voraussichtlich ist das der letzte Part. Vielleicht kommen noch Livestream-Parts. Wir werden sehen. Macht's gut. Haut rein. Ciao.